Hallo ihr Lieben, heute geht's weiter mit dem letzten und sechsten Teil aus der Reihe zwei Socken gleichzeitig auf einer Rundstricknadel stricken. Und heute stricken wir noch die Sockenspitze. Und dafür, also ich werde jetzt eine ganz gewöhnliche Bändchenspitze stricken. Das ist einfach meine Lieblingsspitze bei Socken. Auch hier könnt ihr natürlich wieder die Sockenspitze stricken, die ihr möchtet. Ich gehe mal ein bisschen hier ran. So, und zwar ist das folgende Prinzip bei der Bändchenspitze. Ich kann die euch auch unten nochmal verlinken, wo ich sie für einsocken ganz ausführlich erkläre. Hier zeige ich euch einfach nochmal speziell den Übergang. Genau, auch hier beginnen wir wieder mit Socken Nummer 1. Und in der... Also abgenommen wird bei der Bändchenspitze immer am Anfang und am Ende von einer Socke, also hier an den Seiten, so dass sie dann hier spitz zu verläuft. Ne? Wir haben jetzt schon die Hälfte der Maschen auf einer Nadel. Hier ist unsere Ferse, vorne der Vorderteil und so verläuft die dann. Das heißt, wir nehmen immer am Anfang und am Ende ab, hinten auch. Am Anfang und am Ende und bei dem anderen Socken genauso. Am Anfang, am Ende, am Anfang und am Ende. Die Abnahme zeige ich euch jetzt auch. Hier mein Socken Nummer 1, Garn Nummer 1. So, den Maschmarkierer nehme ich mir raus, dass er nicht stört und hänge mir den einfach hier unten drunter. Der markiert mir ja einfach nur noch mal den runden Anfang. So, also am Anfang nehmen wir immer durch den sogenannten Überzug ab. Das heißt, ich stricke eine Masche rechts, hebe die nächste Masche wie zum Rechtsstricken ab, stricke die nächste Masche rechts und ziehe jetzt die abgehobene Masche über die gestrickte und habe ja so eine links geneigte Abnahme und eine Masche abgenommen. Jetzt stricken wir runter bis zu den letzten drei Maschen. Ganz normal rechte Maschen stricken. Das mache ich jetzt mal, bis ich hier bei meinen letzten drei Maschen angekommen bin. So, ich bin gleich am Ende der Reihe angekommen. Hier, drei Maschen vorher hören wir auf und hier am Ende der Reihe, da stricken wir immer die vorletzte und die drittletzte Masche rechts zusammen. Also hier die beiden, da steche ich ein wie zum Rechtsstricken und stricke die ab, habe so auch eine Masche abgenommen und die letzte Masche rechts. So, das war Socken Nummer 1. Jetzt schiebe ich mir das wieder hier hin und es geht weiter mit Socken Nummer 2 erstmal, weil ich stricke mal weiter einen Runden. Hier wieder drauf achten. Hier nehme ich mir das Garn, was hier am zweiten Socken hängt und mache das gleiche Spiel genauso. Ich nehme auch hier vorne und am Ende ab. Das heißt wieder eine Masche rechts. Eine Masche abheben, eine Masche stricken, die abgehobene Masche drüber ziehen. Und auch hier stricke ich wieder bis zu meinen letzten drei Maschen und mache da dann noch eine Abnahme. Hier bin ich wieder bei meinen letzten drei Maschen angekommen. Auch hier stricke ich diese beiden recht zusammen als eine Masche. Guck, dass er beide Maschen gut erwischt. So, und abstricken und die letzte Masche rechts. So, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir wieder wenden. Ich ziehe mir das Seil in Arbeitsposition und jetzt sind wir ja hier immer noch bei Socken Nummer 2. Und auf der Rückseite machen wir das gleiche Spiel. Auch hier wird am Anfang und am Ende abgenommen und auch hier am Anfang und am Ende. Das heißt, es geht weiter
eine Masche rechts, abheben, eine Masche rechts und überziehen. Und ich stricke wieder bis zu meinen letzten drei Maschen. Und bei den letzten drei Maschen wieder diese zwei zusammenstricken und eine Masche rechts. So, jetzt sind wir mit Socken 2 schon mit der Abnahmerunde durch. Und jetzt rutschen wir hier noch weiter wieder zu unserem ersten Socken auf die Rückseite. Und auch hier wieder das gleiche Spiel. Eine Masche rechts, abheben und überziehen. Und auch wieder bis zu den letzten drei Maschen stricken. Und am Ende der Reihe angelangt, wieder diese beiden Maschen rechts zusammen und eine Masche rechts. So, wir wenden. Und jetzt, das war jetzt eine Abnehmrunde. Und jetzt kommen Runden ohne Abnahme. Ich zeige euch das gleich nochmal. Machen wir hier erstmal alles wieder in Arbeitsposition. So, wir haben jetzt eine Runde drumherum gestrickt. Sind jetzt hier wieder am Rundenanfang. Das war eine Abnahmrunde. Und nach dieser Abnahmrunde stricken wir jetzt ganz normal nur rechte Maschen. Ja. Und zwar insgesamt 3 Runden und dann wird wieder abgenommen. Also jetzt einfach nur rechte Maschen stricken. Das heißt, ich stricke hier ganz normal rechts. Ich denke, das muss ich euch jetzt auch nicht mal zeigen. Das Prinzip dürfte jetzt klar sein. Also ich lege das nochmal hin. Ich stricke jetzt hier rechte Maschen und dann auf der Rückseite rechte Maschen und das insgesamt 3-mal, 3 Runden, nur rechte Maschen und in der 4. Runde wird dann wieder abgenommen und zwar wird immer so abgenommen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Jeweils hier mit Überzug am Anfang, da bis zu den letzten 3 Maschen und die 2 zusammenstricken, eine Masche rechts, hier wieder am Anfang durch Überzug, eine Masche rechts, abheben, stricken und die abgehobene Masche überziehen. Hier wieder am Ende der Reihe bis zu den letzten 3 Maschen. Also wie ich es euch gerade gezeigt habe, dann wenden und hier auch gleich am Anfang durch Überzug. Hier wieder zu den letzten 3 Maschen und die abnehmen. Hier wieder am Anfang abnehmen und hier wieder am Ende abnehmen. Wie gesagt, das Video verlinke ich euch nochmal zur Bandspitze. Da erkläre ich das alles noch ein bisschen ausführlicher und langsamer. Aber mir geht es ja hier um das Prinzip, wenn man das mit 2 Socken gleichzeitig strickt. Und da gibt es so ein gewisses Abnehmschema. Hier für diese 60 Socken ist es eben einmal in jeder 4. Runde, das wäre jetzt. Das heißt, ich stricke 3 Runden und nehme dann in der 4. Runde ab. Dann 2-mal in jeder 3. Runde bedeutet, ich stricke 2 Runden normal glatt rechts. Also eine Runde, noch eine Runde und in der 3. Runde nehme ich auch wieder ab. Und das soll ich insgesamt 2-mal machen. Das heißt, danach mache ich dann nochmal eine Runde stricken, eine erste Runde stricken, zweite Runde stricken und in der 3. abnehmen. Und dann soll man in jeder 2. Runde 3-mal abnehmen. Das heißt, da stricke ich einfach nur eine Runde und mache dann wieder eine Abnahmrunde. Insgesamt 3-mal, dann nochmal eine Runde normal stricken, Abnehmrunde, nochmal eine Runde normal stricken, Abnehmrunde. Genau, das, dieses Abnehmschema, das blende ich euch oben ein, findet ihr aber auch in den ganzen Sockentabellen unter der Spitze. Da ist es genau erklärt, in welcher Runde ihr abnehmt. Wie gesagt, das Video verlinke ich euch nochmal unten, wo ich die Spitze langsam erkläre, da erkläre ich das auch nochmal. Genau, das macht ihr jetzt und das mache ich jetzt, meine Abnehmrunden nach diesem Schema, bis wir dann am Ende jeweils auf einer Socke nur noch 8 Maschen haben, das heißt vorne 4 und hinten 4 Maschen, bei dem genauso und dann zeige ich euch, wie ihr den Socken beendet. Und was ich vergessen zu sagen habe, und natürlich nach dieser Runde, wo ihr in jeder 2. Runde abgenommen habt, 3-mal, danach
nehmt ihr natürlich dann in jeder Runde ab, bis ihr halt dann, wie gesagt, jeweils nur noch 8 Maschen pro Socken habt. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt mit dem Abnahmeschema fertig. Ich habe jeweils vorne und hinten 4 Maschen übrig pro Socke, also 8 Maschen insgesamt. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ich das Ganze beende. Auch hier fange ich jetzt mit Socken Nummer 1 an, schneide mir das ab und fädel das hier auf so eine Wollnadel. So, hier von der hinteren Nadel kommt der Faden und dann gehe ich jetzt hier erst vorne einfach durch, abheben, na, so, durchziehen. Jetzt kann ich hier die eine Nadel rausmachen. Und drehe ich das Ganze. So. Hole mir den Faden hier vor und fädel das dann nochmal hier hinten durch. Durch alle 4 Maschen. Und kann jetzt hier die Nadel auch rausmachen. Dann habe ich hier noch meinen zweiten Socken. Das mache ich dann später genauso. Ja, und dann macht er das einfach so, wie er das kennt von der Spitze. Maschenmarkierer mache ich da jetzt auch mal raus. Zieht das Ganze zusammen. Dann gehe ich einmal durch die Mitte durch und mache mir den Socken auf links. So. Und vernähe das Ganze dann noch hier auf der Innenseite mit ein paar Stichen. Ich denke, das dürfte bekannt sein. Genau, das mache ich und dann mache ich das gleiche hier auch noch mal mit meinem zweiten Socken. Die ziehe ich mir dann auch so auf die Nadel, schneide dann den Faden ab. Und macht das, was ich euch gerade gezeigt habe, auch nochmal mit Socken Nummer 2. So, und wenn ihr dann alles vernäht habt, sind eure Socken fertig. Und zwar 2 Socken gleichzeitig entstanden hier durch diese Strickmethode. Ihr seht, so schwer ist das gar nicht. Und man freut sich dann, wenn man die Socken fertig hat und man kann sie dann auch gleich anprobieren und anziehen. Ich hoffe, die Videoreihe hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr es ja auch mal ausprobieren, 2 Socken gleichzeitig auf einer Rundstricknadel zu stricken. Und bis ganz bald, eure Maschenmarie.